Was geht ab, Leute? Wir sind wieder im Meadow für euch am Start und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge von Medusa Tube. Heute testen wir einen Tabak für euch und zwar den Grape Concord von Hangover. Ein bisschen älterer Tabak, aber unterschätzt. Wir testen das Ganze für euch. Checkt's aus. Wir haben hier einen Kopf auf der Octopus Nautilus gemacht und haben die Kohlen von Black Pearl draufgelegt. Und wir gucken jetzt mal, was das kann in Bezug auf Rauchentwicklung, Geschmack und natürlich auch Dauer und Lässigkeit. Das ist mein Bruder Jerry hier. Perfekt. Und der hat schon mal einen ersten Eindruck gegeben. Er sagt, Tabak ist perfekt. Ich habe mein Mundstück am Start. Super. Und teste das ganze Ding jetzt mal. Auf jeden Fall eine Nebelmaschine, Leute, eine Nebelmaschine. Brutal. Kommen wir zur Konsistenz des Tabaks und das zeige ich euch gleich, aber gebt mir noch ein, zwei Züge. Das ist aber viel auch. Brutal geil. Wahnsinn. Maschine. So, hier seht ihr den Tabak. Richtig schön fein geschnitten. Auch schöne Molasse. Hier. Molassengeschmack perfekt. Und auch nicht zu minzig das Ganze. Lässt sich echt locker schön rauchen. Ja, was gibt's noch Neues? Und zwar, wie gesagt, das ist die erste Folge von Medusa Tube. Und jetzt eigentlich nur mal so ein kleiner Test, dass ihr so seht, was euch in Zukunft hier erwartet. Ich habe vor, wenn neue Tabaksorten rauskommen, neue Pfeifen rauskommen, euch die hier auf diesem Kanal vorzustellen. Also wie gesagt, das ist ein kleines Testvideo und ich hoffe, das gefällt euch schon mal. Das ist echt Wahnsinn, Leute. Checkt es aus. Und auf unsere jeden Fall, beste Shisha. Wir sind im Medusa in Viernheim, Rathausstraße 143. Also, falls ihr kommt alle vorbei. Falls ihr Bock auf einen guten Kopf habt, hier auf jeden Fall seid ihr richtig. Also, Peace, Leute. Macht's gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Medusa Tube. Peace out.